Bei kapazitiven Näherungssensoren erfolgt die Erkennung durch Änderung des elektrischen Feldes eines Kondensators durch metallische und nichtmetallische Objekte. Seien diese nun fest oder flüssig, ist egal, er kann beides. Durch das externe Material ändert sich die Dielektrizitätskonstante bzw. die Kapazität. Diese wird ja beim Kondensator einmal durch die Größe der Platten, den Abstand der Platten und eben des dazwischenliegenden Dielektrikum bestimmt. Und beim kapazitiven Näherungssensor ist eben nur eine Platte statt zwei am äußeren Rand, sprich an der Erkennungsfläche unseres Sensors, und im Ruhezustand ist das Dielektrikum erstmal nichts bzw. Luft. Die Dielektrizitätszahl des ausgewählten Isolierstoffs sagt also aus, um das Wievielfache sich die Kapazität des Kondensators gegenüber Vakuum bzw. Luft als Isolierstoff erhöht. Durch die Kapazitätsänderung eines sich nähernden Werkstoffs verändert sich die Schwingungsfrequenz des Oszillators. Diese Änderung wird dann durch nachgeschaltete Stufen ausgewertet. Für weitere Informationen hört rein in den Elektrotechnik-Podcast und abonniert den Kanal.